Einer der Halbbrauereien aus den USA gibt sich heute die Ehre auf dem Kanal. Mit Photon kommt Equilibrium. Das Ganze, wenn ihr kurz dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr alle Abonnenten des Kanals seid. Sollte das noch nicht der Fall sein, ihr habt da unten in der Ecke die Gelegenheit, auf Abonnieren zu klicken und ein bisschen Support dazulassen. Ich sage schon jetzt danke dafür. Und ja, es kommt heute eine Brauerei, auch die war noch nie am Kanal und gehört sicher zu den 4, 5, 7, 10 Hype-Brauereien aus den USA, wo man lange Schlange stehen muss für Bier, beziehungsweise dass da nur rationiert abgegeben wird. Und ich war sehr überrascht, als ich das Bier selber bekommen habe. Ich habe es in den USA gekauft, Equilibrium Photon, ein New England Pale Ale. Ich habe aber gleich natürlich für euch gecheckt, weil das natürlich immer eine Frage ist, wo kann ich die Biere denn dann auch hier bekommen? Beer Republic, ja, in Holland, die haben das gelegentlich auch da. Andere Equilibrium-Biere zurzeit im Augenblick dort verfügbar, also muss man immer ein bisschen schauen. Aber das ist immer eine gute Anlaufstelle für so ein bisschen ausgefallenere Geschichten. Ist nicht ganz billig, aber ist machbar. Und eröffnet dann eben einfach auch mal neue Horizonte. Ja, Equilibrium Photon, ich habe es gesagt, ein Pale Ale mit 4,8 Volumenprozent. Das ist ganz ordentlich. Es steht hier drauf, und ich habe jetzt eben selber auch hier drauf nochmal geguckt, es steht leider nicht drauf, welcher Hopfen drin ist. Es wird auf der Webseite gesagt, es ist richtig viel pazifischer Nordwesthopfen, also Hopfen aus dem pazifischen Nordwesten, so rum. Also Yakima, um es mal für die Nicht-Insider zu sagen, also das größte Hopfenanbaugebiet in den USA, oben an der Grenze von Washington zu Oregon, aber auf der Washingtoner Seite. Und ja, sollte es euch interessieren, ich habe darüber mal ein Video gemacht, war selber dort und Hopfen, soweit das Auge reicht, von den allergefragtesten Sorten und findet ihr auch hier auf dem Kanal. Double Orange war ich damals, eine von vielen, die dann eben den Hopfen hier rüber liefern. Photon, wie gesagt, das Pale Ale und jetzt würde ich sagen, gehen wir das Ganze an. Viel mehr Informationen haben wir ja auch nicht. Und Equilibrium übrigens aus dem Bundesstaat New York, aus Middletown. Und ta-ta-ta-ta. So, das ist mal wieder, ich würde mal sagen, ja, eine schöne Pfirsichsaftfarbe. Genauso schaut es dann hier auch aus. Gleichmäßige Trübung, in dem Fall ein 3-Finger-Plus-Schaum. Aber wie gesagt, diese Trübung, auch hier gerade oben im oberen Teil des Glases, im Fuß ist es ein bisschen blasser, aber oben ist es dann wirklich so wie Pfirsichsaft. Der Schaum selber mit schöner, feiner Pore haftet. Ja. Eher leidlich. Es ist so mandarinig. Ein ist noch ein bisschen Aprikose und so Pfirsich, Steinobst. Ein bisschen Mango vielleicht. Und so eine leichte Säure. Eher über die Ananas. Ja, also wieder viel Frucht, war auch nicht anders zu erwarten. Ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Erster Eindruck. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen leichter. Und zwar auf einem ganz lustigen Niveau. 4,8 Volumenprozent hat ja das Ganze schon so ein bisschen angekündigt, dass es hier jetzt nicht mit so einem Mörderbrecher einhergeht. Was aber auffällt ist, es wirkt auf den ersten Schluck, denkst du so, oh, das ist aber dünn. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, aber das Mundgefühl, das man so einfach kennt von diesen richtig fetten, saftigen New England IPAs in dem Fall, das kommt relativ schnell dann rein. Und das finde ich sehr, sehr witzig. Also da muss wahrscheinlich auch größere Mengen Weizenmalz und Hafermalz verwendet worden sein oder zumindest eins der beiden. Und es stellt sich schon im zweiten Schluck stellt sich eben schon ein schönes, saftiges Mundgefühl ein. Und durchaus, auch auf diesem etwas niedrigeren Niveau, kommt auf einmal Volumen rein. Und super weich, so eine leichte Hopfen,
harzige, bittere, die sehr, sehr, ja, sehr leicht ist und sehr filigran. Was man ja bei Harzigkeit nicht immer unterstellen kann, dass die so filigran ist und so fein. Aber ist echt schön gemacht. Bisschen Biskuitmalz gleicht das Ganze dann aus. Das gibt dem Ganzen eben so eine richtig schöne runde Note, runde bittere. Es ist auch nicht zu süß, obwohl dieser ganzen Fruchtigkeit, die jetzt auch so ein bisschen Zitrusfrucht, Ananas, Aprikose, Pfirsich, so in diese Richtung reingeht. Also gar nicht mal so 0815 IPA bzw. New England IPA, sondern da sind schon auch so ein bisschen andere Nuancen drin. Gefällt mir gerade richtig gut. Also toll balanciert, also wirklich richtig gut im Zaum gehalten alles und das Ganze eben auf einem sehr niedrigen Alkoholniveau. Und es kommt so ein bisschen Süße auf, glaube ich einfach, weil man sich auch eher so an diese Bittere ein bisschen gewöhnt, diese Harzigkeit und die das dann eben dann einfach so fein wegbalanciert. Einen tollen mittleren Körper, feine, dezente Kohlensäure, das liegt so richtig sanft auf der Zunge. Eben damit kommt auch so diese cremige, samtige Textur zustande. Und das Ganze eben bei, und ich wiederhole mich da gerne, sehr reduziertem Volumen, obwohl es dann eben doch ein bisschen voluminöser wirkt. Also auf diesem niedrigen Level dann eben schon richtig gut gemacht. Und das merkt man dann hinten auch im Nachtrunk. Es kommt wieder viel tropische Frucht noch zum Einsatz. Es wird so, ja, grasig, harziger Hopfen. Vielleicht jetzt ein Tick trockener. Und damit klingt das Ganze dann hinten schön aus. Also mit diesem New England tue ich mir einfach ein bisschen schwer, weil damit habe ich andere Assoziationen. Aber ich finde es einfach ein total geniales Bier, vor allem, weil es einfach für diese leichte Pale Ale Stilistik einfach sehr besonders ist. Und man merkt, an welchen Schrauben man eben drehen kann, um dann eben nicht in diesem großen Matsch der vielen, ja, gib ihm Hopfen und hau noch ein bisschen Hopfen rein und wenn noch Hopfen da ist, gehen wir den auch rein und wird schon was Gutes bei hinten bei rauskommen, sondern das ist eben ein Bier, wo ich auch glaube, unter diesen ganzen super gehopften Bieren geht das nicht unter, sondern hat dann definitiv seinen Platz. Deshalb gibt es für das Equilibrium Photon, das New England Pale Ale aus New York Middletown von ProbierTV, gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Equilibrium. Es schlägt offensichtlich aufs Sprachzentrum. Equilibrium Photon, das Pale Ale aus den USA. Und wie gesagt, es gibt auch Shops, wo man das hier in Europa bekommen kann. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi.